Hi Leute, willkommen auf unserem Channel. Ich war wieder schön in der Stadt bummeln und habe tolle Metal Fashion gekauft. Die werden zusammen auspacken. Ich freue mich, bleib dran. Hallo, servus, grüezi miteinander. Ewig ist es her, dass wir in geballter Form einen Rückblick, was so passiert ist in den letzten Monaten, gemacht haben. Also ein WhatsApp-Video. Das möchten wir jetzt gerne nochmal machen und nachholen. Also was in der letzten Zeit passiert ist, in den letzten vielen Monaten, es ist ja schon, der Winter ist schon da, der ist nicht coming, sondern der ist schon da. Im Juli hatten wir eine Crowdfunding-Kampagne für unseren Bus, die ist großartig erfolgreich abgelaufen, dank euch. Ihr habt uns sehr toll unterstützt und wir haben auch eigentlich alle oder fast alle Dankeschöns auch schon an euch verschickt. Das heißt, wir haben die Live-CD gemacht und an euch verschickt und haben Whisky-Tastings gemacht und sind auch schon wandern gegangen. Die Whisky-Tastings waren ganz großartig. Da seht ihr jetzt gleich ein paar Bilder hier so reinspringen oder schwingen, je nachdem, was der Mika dafür fancy Zeug jetzt macht. Übrigens, Mika, der hat bei einem Whisky-Tasting auch mitmachen müssen. Der ist eher so der Teetrinker, ja, trinkt auch ganz gerne mal ein Glas Milch und lacht sich vorhin hinter der Kamera jetzt auch schlapp. Da ist der Finger. ganz großartig, der durfte sich nämlich durch 6 schön rauchig, torfig, würzige Whiskys quälen. Es war so ein Spaß, hat mir zu lachen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ganz großer Spaß. Genau, das ist eigentlich das, was läuft. Unser Bus ist quasi da, der ist auch schon mit uns nach England gefahren, auch zum Bonebreaker in Franken und der wird auch jetzt uns im Laufe des Winters natürlich begleiten. Die Sponsoren sind auch alle drauf. Vielen herzlichen Dank für alle, die mitgemacht haben. Ohne euch hätten wir überhaupt keine Chance gehabt, diesen Bus zu kaufen. Vielen, vielen Dank. Und wir werden uns auf jeden Fall mit diesem Bus und ihr werdet alle diesen Bus auch sehen. Das heißt, wenn irgendjemand, der mitgemacht hat, da gerne auch mal einen Blick reinwerfen möchte, sagt uns einfach Bescheid, dann zeigen wir euch das Ding auch. Schließlich habt ihr quasi auch einen Anteil davon. Also vielen herzlichen Dank nochmal. Wie ihr es vielleicht hört, wenn ihr leise seid und hört ihr Tommy schreien. Er ist nämlich gerade im Studio und fabriziert die letzten Geräusche. Den kann man es ja nicht nennen. Die letzten Geräusche im Studio, unser neues Album komplett abzuschließen. Wir sind ansonsten schon wirklich ganz fertig. Tommy ist noch in den letzten Zügen und das Ding wird im März 2018 veröffentlicht. Also könnt ihr euch drauf freuen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Es klingt unserer Meinung nach und 2, 3 anderer Meinung nach ein bisschen anders als vorher, was automatisch passiert, wenn man halt einen neuen Hauptsongwriter hat und dann der Basser noch meint, ich will aber auch mal einen Song schreiben. Und wir dann sagen, jo Gott, dann mach's halt. Und so ist es halt gelaufen. Großartig. Nee, macht Spaß. Wir sind sehr gespannt, wie euch gefällt. Wie gesagt, im März wird das Ding veröffentlicht und wir werden dann auch im März bis circa Mai rum 2018 auch nochmal mit unseren Kumpeletten und Kumpelinen von Eradicator auf Tour gehen. Das heißt, wenn irgendjemand von euch da Bock hat, eine Show zu machen, ein paar Slots haben wir noch frei, meldet euch einfach bei uns direkt über die Facebook-Seite oder über info@godslave.de oder sonstiges. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine SMS, wie auch immer. Wir kommen gerne bei euch vorbei. Wo könnt ihr uns dieses Jahr und Anfang nächstes Jahr eigentlich noch so live sehen? Das sage ich euch gerne. Wir sind am 18. November bei dem Geschrupp und Geschepper Festival in Bad Rappenau. Best name ever für ein Festival, by the way. Dann beim Metal for Mercy, das ist der 25.11. in Witten mit Darkness zusammen. Und in Göttingen sind wir im Januar und im Februar, Anfang Februar in Gronau. Also wir freuen uns, euch dort zu sehen und mit euch so richtig voll metalmäßig, Alter, abzufeiern, ey. Verstehst du? Jo, das war's auch schon für heute. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, euch irgendwas gefehlt hat, wie auch immer, schreibt's gerne in die Kommentare unten drunter. Ansonsten super cool, wenn ihr abonnieren würdet, wenn ihr das schon nicht schon gemacht habt. Ein Daumen hoch und der ganze YouTube-Kram, den man einfach machen muss, um die richtige Asche einzusammeln. Alter, die Asche, verstehst du? Jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Ich möchte euch vielen herzlichen Dank aussprechen, möchte euch eine schöne Zeit wünschen und wir sehen uns sehr bald auf Fatzeburg, auf YouTube, auf Instagram, Twitter, von mir aus auch Twitter, mir egal. Ja, oder auf einer Show, vielleicht wieder auf einer Show. Wir könnten mal uns auf einer Show treffen. Ein bisschen trinken, ein bisschen über Musik sprechen oder die aktuelle weltpolitische Lage.
Tschüss. Hi Leute. Das ist echt so behindert. Ja. Warte. Wichtiges Detail. Willkommen auf unserem Channel. Ich war wieder schön ein bisschen bummeln. Das war richtig ein bisschen bummeln. Oh, das Bummeln ist vielleicht alles.